Malu Dreyer will nach mehr als 11 Jahren als rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin zurücktreten. Die SPD-Politikerin begründete diese nach ihren Worten schwere Entscheidung am Mittwoch mit ihrer Gesundheit. Die 63-Jährige leidet seit Jahrzehnten an multipler Sklerose. Und die Begegnung mit Menschen, die hat mir immer sehr, sehr viel Kraft gegeben in diesem Amt. Aber leider muss ich für mich einfach feststellen, dass diese Kraft endlich ist. Dass all das, was ich an mich an Anspruch stelle und was ich auch glaube, was man einbringen muss in ein solches Amt, dass ich diese Energie nicht mehr ganz so habe, wie ich sie einmal hatte. Dass ich sehr viel Energie aufwenden muss, um diesem Anspruch einfach gerecht zu werden. Dreyer sagte, sie habe die Entscheidung vor einigen Tagen getroffen. Zu ihrem Nachfolger solle der Landtag mit der Mehrheit der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP am 10. Juli Arbeitsminister Alexander Schweizer von der SPD wählen. Es gehe nicht weniger als eine Ära zu Ende, sagte Schweizer beim gemeinsamen Presseauftritt mit Dreyer. Dreyer steht in Rheinland-Pfalz seit 2013 an der Spitze der Landesregierung, zunächst in einer rot-grünen Koalition und seit 2016 in einer Ampel. Von 2017 bis 2019 war sie eine von 5 stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden. Die letzte Landtagswahl in Rheinland-Pfalz war im März 2021. Die nächste Abstimmung steht voraussichtlich im Frühjahr 2026 an.